Hügelbeete im Schnee, Landschaftsformen, die erkennen lassen, dass hier ein Bauer ganz besonderer Art am Werk ist. Auf 1500 Metern über dem Meeresspiegel hat Bergbauer Sepp Holzer einen Garten Eden geschaffen. Bei ihm ist alles etwas anders als beim Nachbarbauern. Ohne den Begriff Permakultur zu kennen, begann Sepp Holzer vor mehr als 30 Jahren, eines der größten funktionierenden Permakultursysteme in Europa anzulegen. Sein Krameterhof ist ein sich selbst erhaltender Kreislauf, mit mehr als genug Nahrung, Wasser und Energie für Menschen, Tiere und Pflanzen. Seit über 30 Jahren bearbeitet Sepp Holzer sein Land nach einer Methode, die allen Regeln herkömmlicher Landwirtschaft widerspricht. Das bunte Durcheinander hat einen Sinn und erfüllt seinen Zweck. In einer Pflanzgemeinschaft versorgen sich die Pflanzen gegenseitig mit allem, was sie benötigen. Feuchtigkeit, Sauerstoff und Nährstoffe. Was die eine Pflanze ausscheidet, nimmt die nächste als Nahrung wieder auf. So spart sich Bauer Holzer viel Arbeit. Die Pflanzen düngen und bewässern sich quasi gegenseitig. Wenn der entsprechende Bewuchs ist, das kann ich ja in allen Dingen zeigen, ob das jetzt Obstbäume sind oder Gemüse, ist ganz gleich was, da sieht man das, dass sie das selber ganz wunderbar reguliert. Da brauche ich eben Tiefwurzler, mittleren Flachwurzler. Tiefwurzler bringen 3-4 Meter tief die Feuchtigkeit und die Nährstoffe vom Boden herauf, schwitzen das herum aus, beschatten wir die Pflanzen für die Flachwurzler, damit sie nicht vertrocknen. Das ist die Wechselwirkung. Eine hilft der anderen. Da kann es gar nicht so trocken sein oder nicht so nass sein, dass ich nicht Erfolg habe. Nicht also mit der Erde entsprechend umgehen und hinhorchen und beobachten. Das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste. Als er den Krameterhof übernahm, entschied er sich auch dafür, sämtliche Wasserquellen des Berges aufzukaufen. Seitdem entstanden mehr als 70 Teiche und Wassergärten. Eine Wasseroberfläche von über 3 Hektar. Teiche und Feuchtbiotope, in denen es von Leben wimmelt. Eine Vielzahl von Fischen, Krebsen, Fröschen und Wasserpflanzen hat sich hier angesiedelt. Ungewöhnlich mild sind die Wassertemperaturen in Holzers Teichen. Der Grund sind wiederum die Felssteine, die er in jedem Teich platziert. Sie heizen sich im Sonnenlicht auf und geben die Wärme ans Wasser weiter. Indem sich die Sonne auf der Wasseroberfläche spiegelt, strahlt sie auch auf den daneben liegenden Hang. Es entsteht ein besonderes Kleinklima. Die Wärmefalle schnappt wieder zu. Ideale Bedingungen für Kirschen. Sepp Holzer liegt viel daran, dass die Bauern wieder in Verbindung treten mit der Natur, dass sie erkennen, wie viele Möglichkeiten sie haben, ihr Land produktiv zu nutzen. Sein Rat: natürliche Kreisläufe schaffen, dann arbeitet die Natur für dich. Jedes Tier, jede Pflanze. Beobachten, wie die Abläufe sind, und dann braucht man keine großen Flächen, dass man gut leben kann. Das ist nicht notwendig, man braucht keine 100 Hektar. Mit viel weniger kann man sehr gut leben als Bauer. In Kooperation, nicht in Konfrontation mit der Natur.